LOL, Schigis! Waren die hier schon immer? LOL! Hey! Oh, das hätte ich fotografieren müssen. Oh, LOL! Ich hab ne Idee. Was ist, wenn ich Äpfel in seinen Maul schmeiß? Isst er die dann? Ich bin zu weit weg, glaube ich. Um das zu machen. Oder? Hat er es gefressen? Doch, hat es gefressen! Er hat sich gefreut. Lol, hier war ein anderer Weg. Nein! Hier ist ein anderer Weg. Ey, komm, du hast so wenig Zeit dafür und das ist so... aus dem Nichts. Komm, das ist doch jetzt echt lächerlich. Da war ein Weg. Hier kommt man lang. Ach, come on, Spieler. Das finde ich jetzt echt lächerlich. Abzweigung beim Riff. Insel. Dieses Foto ist fantastisch. Oh, alles klar. Okay, jetzt hat es geklappt. Ist aber auch so blöd platziert. Warum ist das hier, wenn wir doch hier lang gehen? Oder fahren wir jetzt wirklich hier drauf? Oh, wir fahren wirklich hier drauf. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Okay, aber bisher... Moment, was? Wir gehen jetzt hier rauf? Okay. Wo führt uns das hin? Ich meine, diese Pelipper sind nichts Neues. Das nennt man ein Blue Hole. Was? Wovon redet sie? Bin mir nicht sicher, da hinten ist das Ziel, aber wir kommen jetzt zu einem neuen Ziel. Irgendwo in der Richtung hier. Also sie tragen halt andere Pokémon, aber mehr passiert jetzt nicht auf diesem Weg, oder wie? Hm. Das haben wir alle schon gesehen. Was? Das soll es gewesen sein? Wir drehen hier um, nur damit wir hier diese Pelipper näher fotografieren können. Ernsthaft? Dafür habe ich jetzt nochmal das Ganze... Ach Gott. Wow, ich dachte, man geht dann irgendwie da hinten lang und da hinten ist noch ein Ziel. Und dann gibt es dann irgendwie noch zwei weitere Pokémon oder so zu erkunden. Nö. Macht halt so langweilig wie möglich. Macht überhaupt keinen Sinn, dann diesen Alternate Path zu nehmen, finde ich. Das hat keinen Grund für. Ja. Geil. Wow. Toll. Blue Hole. Okay. Vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst, weil jetzt habe ich Blue Hole als Titel bekommen. Ich weiß nicht, wovon die reden bei Blue Hole, aber okay. Meinte ja auch jetzt vorhin in der Fahrt, ich habe jetzt keine neuen Sachen irgendwie entdeckt. Das ist ja keine Ahnung. LOL. Das ist ein schönes Bild. Oh, wie süß. Komm, mach das nochmal. Falsch rum. Ja. Als ob ich vorher noch keine 3-Sterne-Bilder von Bluebella hatte. Alles klar. Wie ist das hier nur 1 Stern und das war 2 Sterne? Verstehe ich auch nicht. Und das jetzt auch nur 1 Stern? How?
Wie süß. LOL. Ich hab's einfach aufgeweckt. Und jetzt fliegt es. Bye bye. Oh, 4 Sterne. Cool. Ich habe noch nie einen Salanga fotografiert, ehrlich? Was? Okay. Übrigens, da es mit deiner Kundin gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Das hat aber sehr lang gedauert. Also ich habe wirklich alles nochmal irgendwie gespielt. Kolpa, wie auch immer diese Insel mit dem Wasser hieß. Und halt jetzt hier Wolke, habe ich gerade ein Level gespielt, ein Nachtlevel. Und ich wollte erstmal anfangen mit Nacht und dann Tag. Aber jetzt schon nach der Nacht sagt er mir irgendwas Neues. Endlich mal geht's hier weiter. Ziemlich langweilig so. Lasst uns anfangen. Professor, du hast bestimmt herausgefunden, wo wir als nächstes hin können, oder? So ist es. Da scheint jemand wieder voller Energie zu sein. Spannen sich länger auf die Folter. Ja, ich erzähl ja schon. Unsere nächste Erkundung findet auf einem Vulkan statt. Auf einem Vulkan abgefahren. Klingt gefährlich. Sind wir dort denn sicher? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das Neo One dafür speziell aufgerüstet. Da bin ich ja beruhigt. Aber gibt es Pokémon, die in so einer Umgebung leben? Eben das sollt ihr herausfinden. Viel Erfolg. Okay, neues Gebiet. Schön, dass endlich mal hier was passiert. Schön. Neues Gebiet verfügbar. Wow. Brodelnder Vulkan. Vulkan. Dieser heiße Vulkan wird bis heute von urzeitlichen Pokémon bewohnt. Aha. Dann zeig mal her, du. Da bin ich ja mal gespannt. Da oben rechts sieht man schon Lusardin. Vielleicht kommt jetzt wieder ein Lumina-Pokémon. Vielleicht. Die Möglichkeit besteht. Nein. Aber dafür ein Flauschi direkt am Anfang hinter uns. Müssen wir uns jetzt schnell genug umdrehen dafür. Jupp. Hallöchen. Hallo. Blam. Oh, bye bye. Luxtra! Ey, ess den Apfel! Ess ihn! Er will den Apfel nicht essen. Ja, nehm mir aber ein heißes Bad. Finde ich sehr interessant. Oha, wie detailliert einfach Luxtra hier aussieht. Oh, hi! Das ist sowas wie dieser Männchen hier. Ist doch voll warm für ihn. Ja, ich erkunde ja nur. Was ist das da hinten? Oha! Aeropteryx. 2 sogar. Jo, seid ihr irgendwann ausgestorben? Ich meine, schön, dass ihr... Oh, Aerodactyl! Ist jetzt doch alle ausgestorben? Wie ist erlebt ihr? Egal, besser ist, wenn sie leben. Ich hab das Gefühl, die wollen jetzt alle fliegen. Oh! Ein Monagoras. In weiblich. Okay. Eine Kristallblume, die auf Wolke wächst. Ich würde sie gerne fotografieren, aber kann ich gerade nicht. Jetzt kann ich, ist gut. Yo! Geiler Mundgeruch, Bro. Alter, er schubst mich einfach weg. Er pusht mich einfach weg. Ah, alles klar. Hä, was denn? Hier oben. Was ist denn das? In der Wand sind große Bernsteinstücke eingeschlossen. Oh, komm, abbauen. Komm, Spitzhacke abbauen. Schön Money damit machen. Können wir uns vielleicht Superäpfel damit leisten. Schön Luxtraim schlafen. Ich will es wecken. Wach auf. Es wacht nicht auf, Leute. Ich habe alles versucht. Das Luxtra will nicht aufwachen. Fliegen wir jetzt hier drüber? Lol. Alles klar. Georock! Ein Georock! Was macht es hier? Nein! Alles okay da unten? Scheiße. Leute, das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Ups. Passiert den besten Mal.
Oder ist noch eins? Nein! Ach, schade. Ich wollte Leitteiler ansetzen. Schade. Ist das Glumandas? Das sind Glumandas. Oh, das sieht so geil aus. Voll Bock. Warte, ich schubst mal das Glumanda runter. Weil ich meine, wenn man die Glumandas hier reinschubst, dann entwickeln sie sich, so wie früher. Piss dich, hau ab. Weg. Ich kann es nicht wegschubsen, Leute. Ich hab's versucht. Das funktioniert so nicht. Dann, oh, Panpyro! Yo! Und hier unten! Schneckmax! So nice. Hier, ess den Apfel. Die Dinger, die passen ja einfach wie die Faust aufs Auge. Keine Ahnung, die passen einfach richtig gut rein. Kurtel! Nein! Da hab ich zu spät entdeckt. Da war noch ein Kurtel. Ey, Bro! Wann glaubst du, entwickle ich mich zu Glutexo? Keine Ahnung, Mann, aber ich weiß, dass ich Hunger hab. Hunger habt ihr gesagt? Was? Was machen die? Schubst du euch jetzt rein in die Lava? Schubst dich rein! Hm. Ey, Georock! Ey, Georock! Ignoriert mich. Was? Hier rechts war was? Oder hier rechts? Die war das eingeschützt, hier gibt es keinen Durchkommen. Okay, dann enden wir. Ja, dann lassen wir es hier halt. Beenden wir das. Ja gut, Vulkan, Tag und Nacht. Ich glaube nicht, dass da hier so viel Unterschied ist. Aber sehr interessant, endlich mal einen neuen Ort hier entdeckt. Ob wir jetzt wohl hier einen Lumina-Pokémon entdecken können? Wir werden es gleich erfahren. Erstmal ganzen neuen Pokémon alle erstmal hier eintragen. 3 Sterne Luxtra hier. Oh, wie süß es am Schlafen ist. Warum war das 3 Sterne? Verstehe ich nicht. Du. Zeitgeschrei. Ja, das arme Kurtel, das konnte ich leider nicht mehr auf Band bekommen. Hier fällt's runter. Ui, tot. Glumanda. Panpyro. Schneckmack. Da springen sie in die Lava. Hier natürlich noch die Kristallblume. Und das gute Alt, ja. Wow. Ich weiß aber gar nicht, was jetzt noch alles kommen soll. Ich weiß nicht, ob sich jetzt noch die Map erweitert und das Spiel so gesehen doppelt so lang ist, als ich dachte, oder ob das jetzt hier schon das Ende ist. Ob wir jetzt schon zum Finale des Spiels irgendwie gleich kommen oder so? Ich denke mal nicht, aber was soll jetzt bitte noch kommen? Ich meine, wir haben jetzt so ziemlich alles erkundet, was man erkunden könnte, finde ich. Und ja gut, Tag und Nacht könnte man vielleicht noch freischalten, aber wir haben keine Lust. Ich finde es ja schön und gut, dass man die ganzen Orte jetzt frei erkunden kann, wie man will. Aber ich bin kein Freund davon, das gleiche Level mit der gleichen Geschwindigkeit, den gleichen Pokémon immer und immer und immer wieder von vorne zu machen, nur damit du es leveln kannst. Bin ich kein Fan von. Das macht mir einfach keinen Spaß. Und ich mag dieses Spiel nicht gerne kritisieren, aber das muss auf jeden Fall kritisiert werden. Weil ich finde das nicht gut. Ja, keine Ahnung. Bleiben wir bei dem, I guess. Keine Ahnung. Level 2? Muss eigentlich, komm, muss. Ja, natürlich, Level 2. Nice. Gesteinssammler. Fotografieanfänger. Typ Feuer. Typ Drache. Sprechblase 03. Typ Gestein. Übrigens, Neuigkeiten für dich. Ja, dann erzähl mir gleich. Ich guck mal ganz kurz die Bilder an. Irgendwelche coolen Bilder, die ich hatte. Zum Beispiel das hier. Schon krass.
Oder was hatten wir noch? Das schlafende Luxtra. Schon ziemlich, ziemlich süß. Mhm. Also das runterfallende Georak. Uah! Hier auch Glumanda. Und ja. Genau. Dann bin ich mal gespannt, was der uns jetzt erzählen möchte. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich vermute einfach mal Lumina-Pokémon. Weil was soll jetzt bitte sonst kommen? Wahrscheinlich Lumina-Pokémon auf Volka. Ne? Da seid ihr ja alle. Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es. Ich konnte einen neuen Teleportierpunkt ausfindig machen. Du hast ja sicher schon den großen Berg im Herzen von Bellus bemerkt, oder? Über dem Teil vom Berg, der von Wolken verdeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Wait, what? Über den Wolken, also im Himmel? Nein, auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Abgefahren. Es ist ein mysteriöser Ort, denn man kann ihn wegen der Wolken selbst vom Himmel aus nicht sehen. Das ist sogar noch abgefahrener. Nichts wie hin. Haha, immer mit der Ruhe. Schaut euch bitte dort um, sobald ihr soweit seid. Es warten neue Entdeckungen auf uns. Also, ich bin bereit. Let's go. Wo denn jetzt? Da oben links. Okay. Ach, wir waren vorher nur hier. Aha. Und jetzt können wir aber hier hoch. Zum Wandelwald. Dieser neblige Wald liegt auf einem Berg, der in Wolken gehüllt ist. Alles klar. Dann schauen wir uns den wohl mal an. Gibt es hier jetzt endlich mein Lumina-Pokémon? Oder werde ich nochmals enttäuscht? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt. In 3 Sekunden. 1, 2, 3. Wir fangen an. Aber es sieht schon aus, wie als wäre ich ein Lumina-Pokémon. Du müsstest auch eine Cutscene spielen. Dann ist ja keins. Traumbock? Oh. Hallöchen. Man sieht ja aber eigentlich gar nichts. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tengulis. Hey, Tromborg. Hey, kleines Waldkind. Bleib hier. Mein großes, kleines Waldkind. Dreh dich um. Warum ignoriert es mich, Leute? Es mag mich nicht. Muss mal hier scannen. Hier ist was. Hier übt jemand mit einem Stein zum Tragen, keine Ahnung. Dieser Felsen schwebt aufgrund irgendwelcher Kräfte in der Luft. Das ist mir schon bewusst, das habe ich schon herausgefunden, aber von wem? Hallöchen, bam! Ach Mist. Oh lol. Hier kannst du auch den da essen. Ja? Nice. Hier oben war ein Psiao. Aber das kriege ich nicht mehr. Leider. Boah, aber ist ja gar nichts. Oh, neuer Ort. Oh, seh so, Kids. Aha. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Ignoriere mich nicht, Pam-Pam. Ignoriert mich einfach. Ignoriert mich. Oh, Shenlong. Er fliegt einfach. Oh. Shenlong schwebt. Oh, Bisasam. Bisasam. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey. Ignoriere mich nicht! Ja, es ist so glücklich! Genau wie ich jetzt, wie ich sehe. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Oh mein Gott! Das ist so toll! Bisasam! Beste Folge bisher. Einfach nur wegen Bisasam. Faser-Snob. Schützt schön ihre Eier. Phasusnob beschützt sein Nest um jeden Preis. Sein oder ihr, whatever.
Und neues Gebiet. Let's go! So, wo sind wir jetzt? Lumina-Pokémon? Nö, sind wir wieder hier. Aber da hinten ist die Blume. Fotografiere ich mal zur Sicherheit. Jo, Trombok, was geht? Ignoriert mich einfach. Er ignoriert mich einfach, Leute. Was soll das? Ich muss mal hier die ganzen Blumen fotografieren zur Sicherheit, dass ich sie nicht später nochmal fotografieren muss. Aha, was haben wir denn hier schon? Das ist ein Kronio-Wild. Mhm. Mach auf. Mach auf. Nicht, dann geh halt schlafen. Psiau. Psiau ist so cute. Ich hatte es im Team. Auf dem 3DS. LOL, was macht Kecleon hier? Lol, das hat sich ja richtig gut versteckt. LOL. Geil. Okay, was gibt's hier noch? Nochmal ein neues Gebiet hier? Tangle ist schon am Schlafen. Und letztes habe ich es aufgeweckt. Bye bye. Man sieht sich. Oh, ich will nochmal Bisasam sehen. Hallöchen, ihr LOL! LOL! Hä? Wie machen die das? Ja, die sind Typ Psycho, aber wie schweben die? Wieso könnt ihr das nicht im richtigen Spiel? Die sind hier ja viel, viel cooler als im richtigen Spiel. Was soll das? Oh, ich habe nur noch 7 Bilder. Jetzt muss ja das Ende sein. Sonst wird's knapp. Oh mein Gott, Costoso, ihr könnt mir das nicht antun. Ich habe keine Bilder mehr. Costoso hatte ich auch im Team. So ein tolles Pokémon, der kleine Pedobär. Was macht der da? Ey. Belegst du? Ey. 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 Hallo. Ey. Hier rechts irgendwas. Pam pam. Und ganz viele Bärchen. Ich mag Bärchen. Kostose haut ab. Ja, hier muss ja jetzt eigentlich irgendwo das Ende sein. Hast dich wohl sichtbar gemacht, was? Willst du einen Apfel essen? Willst du den Felder verkaufen? Nö, verschwindet wieder. Okay, bye. Hier muss das Ende sein. Oh mein Gott, ich will es nicht enden. Bis zusammen. Zusammen, hau nicht ab! Ey! Ey! Hey! Oh, jetzt gibt's hier links noch irgendwas. Juck mich doch nicht. Das sind sehr alte Ruinen. Ihr einziges Aussehen lässt sich nicht ableiten. Okay. So, so! Nein! Es ignoriert mich. Oh Mann. Sind alle hier so gemein zu mir. Ja, aber das ist das Ende. Bisher der beste Ort, weil wir zusammen. Auch andere Gründe, weil Costoso und Pampam oder Psiau. Ja, das sind alles gute Gründe, warum das hier der beste Ort ist. Würde ich mal sagen. Das war doch mal wieder eine schöne Folge, oder? Gut, alles klar. Dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt so freischalten. Natürlich dann für die nächste Folge. Die Folge wird hier dann jetzt gleich beendet. Warum ist das 3 Sterne? Naja, egal. Dann ist das halt so. Hui. 2 Sterne, aha. Seso-Kids. Kleine Kids, die Sesonen nun. Mhm. Zen Long, schön am Schweben. So, hier das beste Pokémon von allen. Schön mit 3 Sternebildern. So muss es sein. Ah, wie toll. Das ist einfach toll. Fassersnob. Was als ob.
Obwohl, warte, hier. Sieht man diese Samen? Nee. Nee, nee, nee. Sieht man das eigentliche Pokémon gar nicht. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir die Blume hier noch. Und deshalb nehme ich die hier mit. Und dann let's go. Sehen wir unsere Meisterwerke doch mal genauer unter die Lupe an. Macht keinen Sinn, ich glaube, aber egal. Nicht wichtig. Ich frage mich jetzt aber wirklich, wie es weitergeht, weil das Spiel schiebt dann ja die ganze Zeit hin und zurück durch die ganzen Ebenen hier, durch das ganze, durch die ganze Region hier. Lentil. Erst unten rechts, dann oben rechts, dann jetzt oben links. Wahrscheinlich jetzt irgendwo beim Anfangsgebiet noch irgendwas Neues freigeschaltet. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch irgendwas mit Megani und Dusadin. Ich habe keine Ahnung. Aber ohne Witz, irgendwie schon seltsam, dass das Spiel nicht irgendwie diese Orte... Warum muss dieses Spiel diese Orte erst jetzt freischalten? Warum konnte ich nicht vorher diese Samen sehen? Warum? Na ja, jetzt habe ich es gesehen, jetzt sehe ich es nochmal. Immerhin. Was ein Snob. Mit Fasern. Was ein Keck. Leon. Leon, der Keck. Bei Kronjuwild muss ich an andere Juwelen denken. Eine Kristallblume. Und das war's. Jetzt gibt er uns schon ein Level up, damit hier noch mehr Wiesesamen erscheinen werden. Dein Ernst? Ist das gerade sein Ernst? Kampfsammler! Normalsammler! Sommerbambus! Typ Kampf! Typ normal! Es passiert nichts Neues. Oh, wahrscheinlich hätte ich Level 2 freischalten müssen, oder? Okay, das mache ich dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz für das Ende der Folge unsere Meisterwerke hier an. Und dann lassen wir es auch sein. Natürlich unser bestes und größtes Meisterwerk ist eindeutig dieses Bild. Es ist das beste Bild. Das muss natürlich auch gespeichert werden. So. Das ist eigentlich ein sehr cooles Bild von Tromborg. Falls ich es auf Thumbnail packen möchte. Ich weiß noch nicht. Ja. Ansonsten, der Rest passt. Jo Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Pokémon New Snap. Vielleicht wird die nächste Folge auch die letzte. Wer weiß, wie lange es hier noch weitergeht. Es scheint sich dem Ende zuzugehen. Und das wird sich in der nächsten Folge vielleicht sogar bestätigen. Thanks.